Ihr habt das ja ganz toll aufgelöst, der Jedermann und Sie. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Was macht ihr überhaupt? Na, die Idee war komischerweise ganz beide extra voneinander, weil wie ich das gelesen habe, habe ich diese Szene immer wieder gelesen und immer wieder und immer wieder und habe gedacht, das ist ja eine Liebesszene, weil das ist ein Liebespaar, das ist auch das letzte Wesen, das ihm bleibt. Und ich bin dann zur Probe und dann hat der Alfred zu mir gesagt, du, ich habe das so gelesen, ich glaube, das ist eine Liebesszene. Und damit war's, und ich glaube, es ist auch noch nie so gespielt worden. Es wird immer sonst sehr distanziert und so als altes Weiberl oder so irgendwie. Und ich finde, auch wenn man den Text genau liest, ist es unsagbar liebend. Auf einmal. Also sie sowieso, also die Werke sowieso, lieben ihn ja und lassen ihn nicht im Stich. Und er erkennt plötzlich, dass es Liebe ist oder was Liebe ist. Es hat sogar eine recht sinnliche Komponente. Hoffentlich. Worum geht's eigentlich im Leben? Ja, worum geht's im Leben? Also sicher nicht um die Oberfläche, ganz sicher nicht. Es geht um einen Zusammenhalt, um ein Miteinander, um ein Füreinander-Dasein, um ein gegenseitig auch Interesse zu haben und einander mögen zu wollen. Das geht natürlich nicht immer, weil jeden kann man nicht gern haben, aber es ist, finde ich, sehr wichtig, die zwischenmenschlichen Beziehungen immer positiv zunächst zu sehen. Es geht eigentlich nicht um das Haben, sondern mehr um dieses berühmte Sein. Ja, es geht um das Sein, unbedingt. Und wie man es ja im Stück sieht, und es hat sich ja da in den letzten 100 Jahren oder 1000 Jahren nichts verändert, das, was man glaubt, was man hat, kann man nicht mitnehmen. Man kann nur das mitnehmen, was man in sich trägt. Oder sagen wir, es bleibt auch von einem nur das übrig, was an positiven Zwischenmenschlichen gelebt wurde oder halt auch erarbeitet wurde, weil es ist ja meiner Meinung nach auch Arbeit, positiv sein zu wollen. Das kommt ja nicht so von ungefähr.